Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Smaragd Deluxe Randomizer. Yeah. Ich habe mir schon überlegt, wie ich da drüber war, weil ich nämlich Müsli, denn. Euer Ernst, Autos? Wow. Müsli kann ja durch Edelmut ein bisschen mehr mit dem eventuellen Verteidigungsdrop anfangen. Und deswegen hauen wir Frustration weg. Es liebt uns. Ich glaube, das nächste Level Cap ist 28. Holy fuck! Wisst ihr? Kein Auto. Die letzten 20 Minuten. Ich drück auf meine 9, aber auf meine Numpet 9, mit der ich diese Aufnahme starte. Und das ist wie Release the Beast bei Monster Energy. Das ist einfach Release the Autos. Release the Cars. Ihr Ficker! Oh, könnte ich kotzen. La 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 la. La 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 la. La la. Oh wow. Oh wow. Ich hätte das Fenster schließen können, wenn es gleich wieder die Frage ist. Hätte ich machen können. Ich kann es aber auch sein lassen. Genau. Nee, einfach. Es wäre halt einfach voll. Was? Wer hat den Münzkopf? Du hast den Münzkopf, oder? Du, Dude. Nee, du hast den Münzkopf? Na. Stimmt, wir müssen auch, mir ist gerade noch angefallen. Das ist auch nur ein Fakt, den wir haben. Ich werde ja nicht alle Adrenner auslasten, deswegen müssen wir jetzt auch erstmal, bevor wir nach links gehen, also nach Wiesenflur, müssen wir jetzt den Radweg machen und alle Trainer bashen. La 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 la. Bist du eine Trainerin? Den habe ich eigentlich gerade vorne. Alter, es ist echt wie verflucht. Es war 15 Minuten ruhig. Es ist immer so ein einzelnes Auto vorbei und so. Und dann war es weg. Und jetzt. Ruki, Alter. Ich kotze im Strahl. Ich kotze halt wirklich im Strahl. Okay, du bist eine Trainerin. Ich will dich in mein Wunder besehen. Mein Wunder besehen, okay. Das ist mal ein Satz, den ich noch nie gehört habe. Marshall. Schoolboy Marshall und Zickzacks. Oh mein Gott. Ich hasse es. Ich hasse es gerade so sehr. Und jetzt hasse ich diesen Kampf am allermeisten. Ja, okay. Bam, bam. Dead. Schön. Das war ein schöner Kampf. Ihr habt jetzt wunderlich verloren. Ja, das hast du. Du Loser. Tschüss. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die ganzen Magnetilo und Voltoballs sind. Die bleiben ja nicht gespeichert, aber trotzdem. Was habt ihr denn hier Schönes? Hallo. Und du Schwimmbad, du bist schwimmen, Radfahren und laufen. Ich kann Radfahren, ich kann auch schwimmen und ich kann eventuell, wenn ich mal lustig bin, rollen. Seems legit für mich. Und das Gute ist, Alter. Was auch immer, würde ich sagen, ich hätte das Fenster schließen können. Aber nein, ich möchte nicht hier drin eingehen wie so ein blöder. Wie so ein T-Shirt in der im Trockner. Das falsch eingestellt wurde. Oh, Schallwelle, das ist natürlich eine Attacke, die jetzt trotzdem ein bisschen wehtut. Aber Leute, ich fühle mich gerade verarscht. So viele Autos. Nie. Hätte ich gedacht, dass mein Aufnahmeknopf die alle released, ey. Ich kann kotzen. Kotzen möchte ich kotzen. Kotzen! Ich mag die wieder. Okay. Tschüss. Bist du Trainer? Hey, du kannst du mit mir mithalten? Natürlich. Na klar. Mallory. Libelton. Okay.
Schmeckt mal, zeig mal, blau, lieber da. Ja, Umgabung und zwei Schaden, geil. Bam, bam. Hup. Nochmal. Ups. Au, au, au. Oh. Ein Glück bist du ein schlechtes Pokémon, lieber da. Also, Level 14 und Fußkrieg zusammen ist es nicht so gut. Nice. Flo. What the fuck? Jetzt kommen sie von beiden Seiten. Ich sehe das ja gerade alles. What? Ich fühle mich gerade verarscht. Nein. Es ist gerade eine Unverschämtheit, was da draußen passiert. Tempo. Ich stelle mir gerade Fluffluff richtig cool vor. So richtig schnell. Also so. Fluffluff! Und springt einfach von rechts nach links und. Bam! Tschüss, Fluffluff. Und dann rennt es gegen die Faust von Papinella. Boah, wer das zeichnen kann, King. Oder Queen halt. Ich hab das Schauder doch bekommen. Ja, natürlich. Salmawa. Digga. Digga. Du Lauch. Schädiger Lauch. 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 Ich mag Lauch. Dieser Mexikaner einfach so viele Leben hat. Woo. Nice. Da, denn nur keine Panik. Was? Keine Panik? Keine Panik? Gut, gut, Partner. Ich muss sagen, nur keine Panik. Wenn dein Rad immer schneller wird. Mein Rad wird nicht immer schneller. Ich habe ein Kutschdraht. Das ist geregelt auf 50 km/h pro Stunde. Maximal. Ein Gewaldro. Die haben geile Pokémon. Wobei Gewalros link, also von uns aus linker und von ihm aus rechter Fuß sehr gedamaged aussieht. Holy shit, sieht der merkwürdig aus. Na gut, der Mann blaue. Target-Team, okay. Babe. Bam, bitch. Au. Was ist gerade leise Laubklinge? Nein. Au, 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 au. Alter. Hörst du auf? Aus, Gewaltro, aus. Au. Haben wir ja auch. Ja. Alles gut, okay. Ruhig bleiben! Es geht dir gleich ruhig bleiben! Designer Scott! Ich mag den Namen Scott eh nicht. Weil immer von so einem Scott verfolgt, ey. Was? So ein Scotty, ey. Schrecklich, der Typ. Für Geld haben wir dann eigentlich gerade nur ganz kurz. Ja, na gut, okay. Vielleicht. Nein, das ist der Radler-Typ. Geil. Ja, geil, okay. Ich radle ohne aufzuhören. Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Oh Gott, Fräulein, also bitte. Also, ich will. Deine Oberschenkel möchte ich nicht legen. No! Landon. Noctuska. Nice. Mein blauer Beam. Beam. Barriere. Alter. Tut mir so leid für diese Folge, Leute. Aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich will nicht nochmal von vorne aufnehmen, weil ja voll blöde, ey. Aber dieser wirklich netten Menschen da draußen. Die mir so auf den Zünder. Ich bin echt gerade geneigt, Franzl und Pudding jetzt gerade die ganze Zeit nur einzusetzen, um die halt beide auf 28 zu bringen. Oder halt auf, sagen wir mal, zumindest in die Richtung 28. 26, 27 wäre schon mal ein Anfang. Okay, warum sollte ich jetzt... Weißt du, liebes Montier, ich habe diesen Kampf mit dir ausgewählt. Weil ich gegen dich kämpfen wollte. Und dann sowas. Ich bin nur gerade nebenbei am Tablet und gucke. Wollte Schlupf wieder was lernen. Ich bin echt neugierig. Ein Givlor. Alles Pudding. Aber gerade braucht mein Wiener wieder mal gefühlt Stunden. Ist das gerade abgeschalten? Nein, mein Wiener ist an.
Okay. Na dann nicht. Lol. Lol. Leo. 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 Schub. RIP Level 6. Warum bist du Level 6? War das nicht gerade. Ach, das ist der Magnetilo-Trainer. 6, 10 und 16, oder? Hat er das? Nochmal. Ja, scheinbar. So, nochmal neu angegeben, aber scheinbar möchte mein Tablet gar nicht. Das ist schade, weil ich hätte gerne Schlupf wieder was lernen lassen. Oh Gott, wir haben ja auch noch den Typen da drüben. Ah, jetzt haben wir Schlupf offenbar. Schlurp. Den, wie heißt der? Den Rätselmeister. Den möchte ich auch gerne machen. Ich bin Fan von Rätselmeister, deswegen. Ach, Schlupf, du bist so ein cooles Pokémon. Warum bist du so fucking cool? Vulnona, natürlich. Klar. Los auch. Töte es. Töte es. Okay. Und Schlupf lernt was auf 23. Ein Scherox. Oh. Okay, Bruder, chill. Chill deine Bäckers. Pudding. Scherox ist jetzt schon echt heftig. So, dann schauen wir noch schnell nach Tyrakrak. So. Oh, Entschuldigung, Leute, ich bin nebenbei wirklich. Oh, wow, ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade Angst vor dem Ding, aber es ist Level 6. Wow. Und Tyrakrak lernt was als nächstes, aber Level 28. Das ist passend vom Level her, weil halt 28 das nächste Dingslevel ist. Das ist natürlich gut zu wissen. La 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 la. Also reicht es eigentlich aber Pudding auf 25 Level und schon, dass er was Gutes lernt. Ich hab gerade ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Schauen wir mal, mit wem kämpfen wir dann? Bis 23 will ich dich schützen, lieber Jauch. Aber ich würde gerne wissen, ob du noch was Neues, also wirklich was Gutes lernst. Hallo? Nein. Ja, dann sind wir hier angekommen. Und ja, Kapalores lernt keine einzige Attacke mehr. Ich dachte, er würde noch was lernen. Aber das war in Shen. Nee, in keiner Tun der Fall. Dann war das ein anderes Pokémon, wo ich verwechselt habe. Das ist schade. Weil ich dachte, vielleicht lernt er noch mal was so. Irgendwie so Level 80 Hydro-Pump oder so. Aber scheinbar nicht. Ne? Danke, liebes Tablet. Du hast mir gute Dienste erwiesen. Dankeschön. Das ist schön. Schön, schön, schön. Aber jetzt kann man sich schon richtig freuen darauf, dass das und so. Weißt schon. Dass das klappt. Komm, wir nehmen den Hafenbrief, dann haben wir mit Bam Salwat. Swat! Swat! Tra! Wir nehmen auch da nochmal 10 mit. Und wenn wir schon mal da sind, wir kaufen ja Supertränke, wir kaufen schon Supertränke, also bitte. Ich kaufe mir den feinsten Spürdel überhaupt, den Spürdel. Hier holen wir uns den Spürdel. Bei dem Dude. Hey Dude! Ja. Kann man hier nicht im Oras den irgendwie öfters, also glaube ich, 6er-Pack kaufen oder so? Haben die das nicht geändert in Oras? Von denen das 6er- oder 2er-Pack gekauft kann?
Das war richtig gut. Das war eine gute Änderung. Und das dauert jetzt wieder Jahre. Was? Level das live? Cool. Haben wir denn den Sprudel? Ich bin jetzt blind. Hallo? Ah, da oben, 19. Dann haben wir noch mal einen 20. Ich könnte auch, ich werde auch offscreen wahrscheinlich noch mal hierher latschen und noch mal mein ganzes Geld für Sprudel ausgeben. Mal 60 Heilung ist eine sehr gute Zahl, die man generell immer annehmbar finden kann. Und, ich finde die annehmbar. Vor allem für einen Kampf ist die super, ist keine Verschwendung wie ein Hyperdrang, alles gut. Jetzt will ich überlegen, machen wir mal einen Rätsel-Typ hier. Hallo? Was war, was du, das ich und so? Hallo? Ich zeig euch mal das Rätsel aus. Ich weiß nicht, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt es auch in die Kommentare. Ansonsten würde ich den dann nämlich nicht offscreen machen, weil leveln halt. Ich glaube, die sind jetzt relativ schwach sogar. So vor Walter Level Cap, glaube ich. Blitzer. Ja, okay. Wir sind da genau auf dem Level Cap hier, so. Zum Eintauchen! Dead. Also, so gut wie ihr seht. Kratzer. Wow, Walzer. Ein Blitzer, das Walzer. Oh, das würde pieksen, ey. Das wird pieksen, Boys. Girls. Yeah, bist du heute alles. Und Teleport. Ja gut. Nee. Schon mal Cage besiegt. Ja Mann, ja Mann. La la la. Ich fall immer wieder drauf rein. Ist schrecklich mit mir. Ich bin ein Loser. Yo, 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 schädiger Lauf. Ja, Schlupp, mach hin. Schlupp, isst die ganzen Bäume. Schlupp, schlägt die einfach auf. Einfach geil. Ach, stimmt. Hier kriegt man ja die Items, nicht diese blöden Briefe, sondern halt was anderes, glaube ich. Geil. Allein das ist ein Grund, den ganzen Rätselmeister komplett durchzumachen, bis am Ende nochmal. Jedes Mal jetzt so wieder den Elixier zum Beispiel, holy moly, ist es gut. Und eigentlich liegt da so ein gammeliger Brief. Ein Brief von Dr. Breve. Von Dr. Breve. Hallo. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Ein Dude, der Rätselmeistert. Und wir dürfen hinterher eifern. Wir sind keine Meister. Alter. Leute. Bei mir vor der Tür, also vor dem Fenster, nicht vor der Tür, sondern vor dem Fenster, riecht es, als würde gerade jemand um 7.55 Uhr am Morgen Steaks abbraten. Marinierte, gewürzte Steaks. Oh mein Gott, meine Nase ist gerade in einem Glücksgefühl gefangen. Und meine Ohren hassen gerade diese Autos. Also. Ich schwelge zwischen und Kaboga, hau ich auch weg. Platsch ich weg, ey. Babe, dead. Nicht, aber okay. Zum Tagedieb, komm. Dead. Boom. Spo. Wow. Und ein Blub. Kaboga, ich stelle mir das gerade sehr qualvoll vor. Holy moly. Das ist bestimmt. Ich habe zu viel Schaden. Bitte stopp. 9. 12. Ich wechsle mal aus. Zu Maisley. Ich glaube Maisley. Nein, warte, Staccato war der Pflanzenattacke, oder? Ne, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was Staccato für Typen hatte, die Attacke.
Los, Kraftreserve! Geist? Au. Geist? Oder Boden? Alter, cool! Ja gut, kein Problem. Dead. Ja, wie krass. Geist oder Boden? Sonst kann es nicht sein. Da findet eine Schriftrolle, yeah. Na, den Geheimcode auswendig, gut. Meine Nase. Das ist gerade glücklich. Oh Gott. Meine Güte. Ich bin jetzt in diesem verrückten Haus, weil ich habe vergessen, den Aufwecker zu nutzen. Oh shit. Setz jetzt bitte nicht irgendwie Rekord rein oder Saftkorn. Okay, dann kann ich leben. Dann kann ich leben. Oh wow. Explosion. Blizzard. Okay, das ist genauso schlimm. Okay. 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 Jetzt aufgemacht. Geil. Bam. Nicht getroffen. Ernsthaft? LKW? Mann. Leute. I'm so sorry. Ich will nur diesen Rätselmeister jetzt fertig machen. Oh, wow. Seriously, das musste sein. Dankeschön, Dad. Jo. Dad. 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 Los, Franzi. Du darfst Akani verprügeln. Fucking Akani. Akani ist cool, aber trotzdem wirst du jetzt verprügelt, Akani. Sorry. Triple. Oh, Beach, I don't give a fuck. Warum gebe ich eigentlich einen Fick? Oder warum? Gegen Zusatzeffekte. Tablette. Okay, zum Glück habe ich keine E-Gesamen gemacht. Das wäre gerade mega nach hinten losgegangen. Bruder, der ist gut. Möchte ich gerade mal erwähnen. Das ist echt nicht schlecht. Ich kann nicht flinchen. Ich kann... Wow, ich kann so vieles nicht. Das ist echt krass. Das sind alles die zu... Ich glaube, ich kann keine Paralyse oder so einen Schmarrn erhalten. Ja, auch Zusatzeffekte so gesehen. Außer jetzt Donnerwelle, da ist es ja der Haupteffekt. Aber Donnerschlag zum Beispiel kann ich paralysieren. Ich wollte sagen, hoffen. Okay. Reden wir kurz mit ihm. Ich hab dich gefunden, da bist du verdammt leer, weil ich hab gerade gesagt, gebraucht, die Bäume zu pflanzen, egal, man hier aber bei Belohnung, Sandbonbon. Geil. Ja, 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 haut doch endlich ab, Mann. Tschüss. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Oh Gott. Und wir gehen im nächsten Mal hier raus und schauen mal, ob wir noch eine Runde machen, oder wir gehen nach diesem Flur und dann nach Richtung Bad Lavastadt. Ich wollte ja diese Folge schon, aber ja, ist ja wurscht. Da werden wir noch was erledigt. Okay, danke schön fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Scheiß Autos, Mann. Scheiß Autos.